Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront im Spielmodus Transport auf der Karte Palast Hangar. Wir sind am Start mit der DH-17 Blaster Pistole, unserer Heilgranate, einem Thermaldetonator und dem Scanimpuls. Ich werde aber gleich mal umrüsten und nicht mehr den Scanimpuls benutzen, sondern die schönen Explosivgeschosse, die ich auch dabei habe. Wow, da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass so schnell schon ein Gegner hier sein kann. Das kommt davon, wenn man die Karten nicht so gut kennt. So, habe ich das Ding gestoppt? Nee, noch nicht. Konzentriert euch. Rebellen nähern sich. Ich habe einfach gar keine Energie mehr, aber das ist scheißegal. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. So, da kommt der Solo-Arsch. Und gestorben an der Deoxys-Granate. Die Rebellen kommen, sind auf dem Vormarsch. Es wird auf jeden Fall ein schweres, sie aufzuhalten. Aber ich tue mein Bestes, weiter geht's. Kann ich hier durch das Tor? Nee, ne? Das Tor geht nicht auf, ne? Nein. Okay, dann bin ich mal richtig dumm gelaufen jetzt. Hätte ich hier oben lang laufen müssen, nicht Holzkopf. Habe ich meinen Scanimpuls dabei? Habe ich. Scanimpuls fällt verwundet, der ist da. Da habe ich todesmutig den Helden geschädigt, aber leider hat es nicht gereicht, um ihn zu töten. Ich dachte, er wäre vielleicht schon ein bisschen lower und könnte mir den Frack ziehen, aber das hat leider nicht gereicht. Dann gehe ich jetzt hier rechts rum. Haben wir im letzten Mal schon gelernt, dass hier ein Gang ist. Wo man dann schön von hinten. Und jetzt ist der Arsch hier. Oh, wie kann er denn vor mir sein auf einmal? Wieso hat es der so krass auf mich abgesehen? So, scheiß Typ, ey. Ich sehe noch gar nicht in der Liste den Speedy. Doch, da. 4 zu 2 als Held, das ist schwach. So, hier müssen wir jetzt den Laden dicht halten. Das ist eigentlich eine sehr gute Position hier. Ah, schöner Impuls. Richtig schöner Impuls. Wow, Treffer. Es darf natürlich nicht jeder hier unten rumlaufen. Nein, wo ist der hin? Ich muss den Transport mal aufhalten hier. Ach, ist schon jetzt, okay. Wo ist der Typ? Da oben. Oh Gott, überall. Mit 3 Mann schießen sie auf mich. Mein Gott, ey. Immer das Gleiche. Das ist so selten mal, dass ich die One-on-Ones bekomme. Ich muss immer gegen eine Übermacht kämpfen. Das ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass mein Team schlecht ist, oder? Wenn ich immer gegen eine Übermacht kämpfen muss. Jo, wir schaffen das. Wow, das hat richtig Schaden gedrückt gerade. So, ich gehe mal hoch. Für die Heilung bekommt man auch Punkte. Voll geil. Oh ja, du läufst mir natürlich nach. Boah, du gehst mir richtig auf den Sack, Junge. Aber so richtig. Das ist erstmal schön ein in die Fresse, wenn ich da jetzt gleich hochkomme. Ich weiß nämlich, dass du da bist. Ah, nee, er ist nicht mehr da. Ja, er ist tot. Ich verstecke mich nämlich jetzt hier. Die Rebellenprinzessin macht keinen Ärger mehr. So, das Ding ist auf jeden Fall lahmgelegt. Das ist gut. Kommt schon, zeigt euch. Wo kommen sie denn? Sie können ja eigentlich nur von da kommen. Also sie können auch von da oben kommen. Oder hinter mir. Wow. Da kommen sie auf einmal alle rausgelaufen. Wer redet denn da so? Ach, die Twi'lek.
Imperiumssoldaten, können wir das schaffen? Und der Silent, yo, wir schaffen das. Silence Bonus. Ah, wolltest du wieder wegkommen, wa? So nicht, Junge. Kill Assist. Whoopie! Schöne Granate reingezimmert. Jetzt kommen sie von hinten hier. Denken, sie haben es drauf, aber sie haben gar nichts drauf. Kann ich euch da nur antworten. Und jetzt kommen sie wieder da unten, gehe ich von aus. Boom, catch a kill assist. Na, kommt ihr jetzt wieder hier? Oder kommt ihr wieder hier? Da unten ist eigentlich relativ dicht alles. Ich könnte mal einen Scan-Impuls starten. Und whoopie! Wow! Hat er das Streugeschütz ausgerüstet, der Arsch? Oder er hat es noch gezogen, dann wäre aber wirklich, hätte er wirklich einen krassen Reflex gehabt. Ah, der hat Glück gehabt, dass diese Animation ihn da so ein bisschen gerettet hat, dass er sich so geduckt hat. Das ist ja eine automatische Animation. Kann man ja nicht bestimmen, ob der Charakter sich dann so duckt, wegduckt oder nicht. Dann hat er echt Glück gehabt, dass sich seine Figur da so weggeduckt hat. Ansonsten hätte er es nämlich nicht geschafft, da zu überleben. Dann hätte er nämlich schön in die Fresse bekommen von mir. So, ich gehe mal wieder hier hoch. Sehr schön. Ich gehe mal hier in die Offensive, auch wenn das eigentlich meistens nicht so schlau ist. Weil auf gegnerischem Territorium ist da meistens doch ziemlich die Hölle los, wie man hier sehen kann. Und da hat er auch das Streugeschütz schon wieder in der Hand. Und meint auch noch, er könnte mich verhöhnen. Aber ich weiß, wo du kommst, Junge. Nee, er ist schon tot jetzt. Kill Assist habe ich noch bekommen. Und mein Team macht das wirklich überragend. Überhaupt keine Chance hier für die Rebellen. Man sieht auch richtig gut, wie taktisch das Team hier spielt. Also alle sind am Start, laufen hier rum und decken sich gegenseitig. Jetzt versuchen sie es mit Rauchgranaten, was natürlich keine schlechte Idee ist. Aber ob das Ganze fruchten wird, ist eine andere Frage. Ich denke nicht. So, werfen nochmal eine Granate hin. Guck mal, ihr seht das hier, wie schön wir hier alle verteidigen. Die Rebellen, die kommen kaum zum Zug. Da ist mal einer durchgebrochen, weil jetzt doch zu viele mit dem großen Durchbruch unten beschäftigt waren. Also wenn man sich das so ein bisschen aufteilt, dass alle wirklich ihre Sache decken, wir verlieren mehr und mehr die Kontrolle. Dann läuft die ganze Chose. Hast du jetzt gedacht, dass ich... Hat er jetzt gedacht, dass ich nicht mehr zurückkomme? Ja, Junge. Transport läuft wieder. Noch meinen Thermaldetonator hatte ich geholt, Junge. Weiter geht's. 22-10, die Stats sind gar nicht so gut, aber... Es läuft. Hauptsache, mein Team gewinnt. Das ist wirklich mal die Hauptsache für mich. So, da habe ich auf jeden Fall einen großen Anteil dran gehabt, gerade an dem Kill. Boah, 5 HP, ey. Das ist echt cool mit der Heilgranate. Man hat im Prinzip 2 Lebensbalken dadurch. Nur leider braucht die extrem lange. Die hat einen extrem hohen Cooldown. So, einer ist durchgebrochen. Noch einer. Mal wieder hier, nicht, dass hier wieder von hinten einer kommt. So fürchte ich nämlich schon so fast. Sind die jetzt gerade da durchgebrochen? Das leuchtet hier so verdächtig. Wo sind sie denn alle? Da oben. Ja, wo sind sie denn, die feindlichen Einheiten? Oh, das ist schön und gut, aber wo? Du hast alles im Griff hier, Junge? Ja. Nee, warte, da kam einer, oder? Whoopie! Geholt!
Bam, in die Fresse. Eine Granate und ich hätte das Ding sogar jetzt noch geholt. Konnte ich aber nicht, weil mein Teammate schon da war. Und liebe Leute, ein grandioser Sieg für uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.